Bahn und Land haben heute im Staatsministerium nach 2010 den zweiten Bahngipfel Baden-Württemberg durchgeführt und wir stehen in einem dauerhaften und engen Kontakt. Und weil eine gut funktionierende Zusammenarbeit von großer Bedeutung ist, nicht nur bei Stuttgart 21, bei zahlreichen eben anderen bedeutenden gemeinsamen Projekten, Vorhaben und Interessen. Und deswegen haben wir heute uns die Zeit genommen, um in dieser Runde aktuelle Themen zu besprechen und uns vor allem im Hinblick auf gemeinsame Interessen von Bahn und Land noch enger abzustimmen. Wir sind eine der innovativsten Regionen Europas und Süden schlägt auch das wirtschaftliche Herz der Republik, wie jeder weiß. Wichtige Infrastrukturvorhaben haben wir im Einzelnen durchgesprochen. Nicht für mich an oberster Stelle immer die Aufrüstung der Rheintaltrasse, aber auch die Elektrifizierung der Südbahn, der Hochrheinbahn oder die Ertüchtigung der Gäubahn waren wichtige Einzelthemen, die wir besprochen haben. Natürlich kommt auch dem Schienenpersonennahverkehr große Bedeutung zu. Es bedarf auch hier großer Anstrengungen in den Ausbauvorhaben, aber auch in der Angebots- und Bedienqualität. Und es ist ein wichtiges Ziel jedenfalls dieser Landesregierung, die Verkehrsträgerschiene in Zukunft weiter zu stärken, im Personen- wie im Güterverkehr. Und es geht auch um nachhaltige Mobilität und Klimaschutz. Ja, und an den Bund gerichtet, der Bund muss den Schienenverkehr finanziell wesentlich stärker unterstützen. Wir haben eine chronische Unterfinanzierung und ich habe noch mal darauf hingewiesen, es ist ausschließlich Aufgabe des Bundes, nicht des Landes nach unserer Verfassungsordnung. Und wir haben uns jetzt an Projekten beteiligt, aber das müssen Ausnahmen bleiben, weil ich muss einen Haushalt sanieren und die föderale Ordnung muss sich daran halten, dass jeder seine Kompetenzen wahrnimmt und auch finanziert. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den einzelnen Projekten. Bei der Südbahn haben wir das Problem von Kostensteigerungen und Zeitverzögerungen. Und wir haben besprochen, dass wir da eine Arbeitsgruppe einsetzen und schauen, dass wir da zu einer Finanzierungsvereinbarung kommen, die möglichst bald vereinbart wird, also eine Taskforce mit der Ziel der Realisierung in diesem Jahrzehnt. Ja. Zweites Hochrheinstrecke, da haben wir nochmal gesagt, dass wir ein klares Signal an die Bahn brauchen, um die Finanzierung auch sicherzustellen. Rheintalbahn habe ich nochmal sehr darauf hingewiesen, Herrn Dr. Grube, dass das für ein überragendes Projekt halt wichtig als alles andere. Der Güterzugtunnel Offenburg ist erforderlich, muss aber vom Bund finanziert werden. Und ich werde ein Gespräch mit Minister Schäuble führen, speziell in dieser Sache. Und wir waren uns nochmal, das ist mir auch wichtig, das hat ja auch mit Stuttgart 21 auch, ist sozusagen aus der Erfahrung dieses Konflikts heraus, brauchen eine größere Ehrlichkeit bei Planungsvorhaben. Da waren wir uns einig im Sinne der Kostenkalkulation, das ist im Interesse der Bahn und der Politik. Alles andere untergräbt Vertrauen. Und ich bin sehr froh, dass wir in diesem wichtigen Punkt uns einig sind. Also ich... Das war ein wirklich sehr, sehr fruchtbarer Austausch, sehr konkret, aber auch, sagen wir, in der Zielführung waren wir uns in den wesentlichen Punkten einig. Und ich denke, wir haben dann nochmal deutlich machen können, dass wir in sehr vielen Dingen an einem Strang ziehen und dass wir alle darauf schauen müssen, dass etwas getan muss gegen die chronische Unterfinanzierung im Verkehrsbereich, sonst verlieren wir an Power als wichtigste Industrienation in der Europäischen Union und im globalen Wettbewerb ist es natürlich von überragender Bedeutung. Wir sind Grenzland zur Schweiz,
Wir müssen gucken, dass wir die Verträge einhalten, dass wir in der Sinne europäischer Räume müssen wir da denken und nicht, sagen wir, im Kirchturm. Also ich fand, es waren eine sehr produktive Gespräche und ich möchte mich nochmal recht herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Grube, und Ihren Kolleginnen und Kollegen bedanken. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, denn das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass wir nach all den harten Auseinandersetzungen, die wir auch hatten, jetzt hier wirklich einen Weg einschlagen, der wirklich von Konstruktivität gezeichnet ist. Und ich darf das auch mal ganz persönlich sagen, ich bin Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann persönlich sehr dankbar, dass er uns auch hier die Hand reicht, auf uns zugeht und wir uns alle bewusst sind, dass Baden-Württemberg sehr viel mehr ist noch als Stuttgart 21. Das ist sicherlich ein Kernstück, aber ich bin dankbar, Herr Kretschmann, dass Sie hier auch so positiv auf uns zugehen und das Ganze für Baden-Württemberg sehen. All diese Themen, die wir vor uns haben, ob das die Südbahn, Gäubahn, Rheintal, was auch immer, einer allein kommt dort nicht weiter. Wir brauchen hier die Gemeinsamkeit und die ist, glaube ich, heute deutlich geworden. Und wir werden gemeinsam, und das liegt auch dem Herrn Ministerpräsidenten sehr am Herzen, dass wir hier auch sagen, dass es nicht die Deutsche Bahn, die allein investiert, sondern das Land ist die Bahn und ist der Bund. Und wir investieren in den nächsten 5 Jahren 8,1 Milliarden Euro, davon allein 7,3 Milliarden in das Netz. Die restlichen Dinge gehen in die Bahnhöfe, allein 680 Millionen und nochmal 130 Millionen in die Energieanlagen. Allein in 2012 haben wir schon bereits 1,8 Milliarden Euro investiert. Und Sie wissen, da ist ja Stuttgart 21 noch gar nicht berücksichtigt, sondern es sind ganz erhebliche Mengen. Und was mir besonders gut gefallen hat, dass wir mit Herrn Ministerpräsident Kretschmann und Herrn Verkehrsminister Herrmann vereinbart haben, dass wir gemeinsam eine kleine Vision entwickeln wollen, nämlich dass wir Baden-Württemberg zu einem Musterland für vernetzte und zukunftssichere Mobilität machen wollen. Und das ist ein Konzept, was alle Landesteile umfasst, sowohl auch die Hauptmagistralen, aber auch die Erschließung der ländlichen Räume. Auch das darf ich sagen, Herr Ministerpräsident Kretschmann und Herrmann, war Ihnen und ist Ihnen ein wichtiges Anliegen, was wir auch so sehen. Herr Ministerpräsident Kretschmann hat nochmal zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ihm auch die Erschließung zu den Nachbarländern ist und hier insbesondere die Schweiz. Das sehen wir ganz genauso wie Sie. Und sicherlich, Sie haben das sehr stark auch nochmal unterstrichen, die Notwendigkeit der Infrastrukturfinanzierung halte ich mittlerweile in Deutschland für eines der ganz, ganz, ganz großen Themen. Also ich kann nur Herrn Ministerpräsident Kretschmann recht geben, es war außerordentlich konstruktiv, aber kritische Punkte sind auch ganz klar angesprochen worden, aber ich muss sagen, außerordentlich konstruktiv und ich freue mich sehr persönlich, dass wir es geschafft haben, dass wir heute diesen Bahngipfel in der Form auch organisiert haben.